So, da sind wir wieder bei Mystic Quest. Wir sind in der Dämonenfestung, in der fünften Ebene inzwischen. Wir haben gemerkt, dass wir gegen alle möglichen Endgegner nochmal kämpfen und Kram. Und ja, die Ebenen auch so aussehen wie die ganzen Dingenses. Na, wie die ganzen alten Dungeons. Ja, heil nur den Metzger tot. Der wäre auch mit einem Schlag sogar von deinem schwachen Bogen umgefallen, Phobia. Aber Pfeile sind ja weniger, sind ja viel mehr wert, ne, als Magiepunkte. Besonders göttliche Magiepunkte. So. Müssen es eigentlich mal bald haben. Diesen Pillum. Den könnten wir uns von dort wieder... Ach ja, wahrscheinlich als Abkürzung, um schneller wieder zum Eingang zu kommen. Wenn Eingang sind wir hier, Alter, am Eingang. Nope, hier ist ein Cerberus. Aber der ist wahrscheinlich eine Abkürzung zum Eingang. Das ist ein Pillum. Da drüben ist ein Pillum. Mit der richtigen Waffe treffen wir diesen Pillum auch mal. Nicht mit der Axt und auch nicht mit dem Schwert und auch nicht mit den Bomben. Okay, mit den Bomben könnten wir den Pillum vielleicht treffen, aber das wird nicht bringen. Gorgona ohne Ende. Die Teile sind ja Gott sei Dank mit einem Angriff weg, ne? Aber nicht von Phobia. Was? Die haben noch ein Schadensmodell, bevor sie ihre komischen Schlangenhaare verlieren. Oh Gott, ich muss aufstoßen. Ja, muss ich immer. Bevor sie ihre komischen Schlangenhaare verlieren, da haben sie auch so einen ekligen gelben Fangzahn. Geh mal zum Zahnarzt. Ich gehe ja auch schon seit Jahren nicht mehr zum Zahnarzt, aber ich hab Zähne der Götter, sag ich mal. So. Da ist er schon. Unser Kollege. Schreiben wir ab mal über eine anderen Stände hier. So, Rucksack. Füllen wir mal unsere Magie wieder auf. So, dann auf gegen den Drago-Schizo hieß der mal. Jetzt ist es ein Siam-Drache, okay. Warum nicht? Oder wahrscheinlich ist damit siamesischer Drache oder so gemeint, weil es ja zwei sind. Weil so Siam-Drache wie nach Siam-Katze kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ziemlich dämlich. So, Flammenaura ist hoffentlich gut gegen den. Das müssen wir wieder alle durchprobieren. Nee, ist nicht gut. Phobia hat auch keinen besseren Plan, das mit dem Bogen anzugreifen. Finde ich ziemlich kacke. Felsenaura vielleicht? Ja, ja. Doch. Ja, vielleicht. 1,7. Sieht gut aus. Uff, Fluch. Boah. Oh, Phobia. Ich verwechsel jetzt immer Kalia mit Phobia. Ich hab immer Kalia mit Phobia verwechselt. Jetzt verwechsel ich immer Phobia mit Kalia. Schlimm, ne? Sein erster Kopf ist weg. Der hat ja ziemlich viele Schadensmodelle, haben wir ja rausgefunden. Er hat einiges an Schadensmodellen. Aber Felsenaura Spam und dann wird das schon. Felsenaura. Messerzähne. 500. Boah, die Gegner werden immer heftiger. Sollten sie auch, sonst wären sie jetzt sinnlos. So, nächstes Schadensmodell. Orkanwinde. Orkanwinde. Ach, die Kampfmusik ist schon ziemlich cool. So, noch eine Felsenaura und dann testen wir mal, ob wir mit dem Schwertangriff mehr machen oder mit einem Luftfluch. Ich würde mal denken mit dem Luftfluch, aber das weiß man ja vorher nicht. Ne? Attacke, Schwert. 770. Ist auf jeden Fall mehr als Phobia. Magie, Luftfluch, wo ist er? Eins, fünf, okay. Das war klar und ist ja jetzt schon tot, also. So, hätten wir das geschafft, dann können wir wahrscheinlich wieder auf eine höhere Ebene gehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn wir unten den Cerberus noch wegputzen, der da ist.
finde, das Viech sieht schon irgendwie putzig aus auf der Weltkarte. Ja, Steinattacke. Es ist spannend, der Kampf hier jetzt, ne? Ich weiß. Ihr wollt auch die nächste Ebene sehen, ich auch. Die wird so aussehen wie der Vulturos Turm. Ich weiß auch nicht, was das für ein Rätsel sein wird. Ich meine, Vulturos Turm war es ja eher dieses... Das ist überhaupt ein Rätsel, außer dass man den Schalter drücken musste, bevor man gegen Vulturos kämpft. Ich weiß es gar nicht. Phobias im Arsch. Boah, 1. Ist ja geil. Ach, wir haben... Oh. Naja, wir machen ja einfach fertig. Phobia ist ja unwichtig. Nur Statist. Wir sind die eigentliche Eminenz hier in dem Spiel. So, die wird sich dann schon heilen im nächsten Kampf. Pillum. So, Dämonenfestung. Noch eine Ebene höher. Oh, Dämonenfestung, 6. Ebene. Sieht ja geil. Oh. Ach nee, das ist auch, das ist unfair. Sind wir ernsthaft wieder auf die Ebene gefallen? Ich hasse es. Das wird jetzt schon spaßig. Ja. Also ist das Gimmick hier einfach nur vorsichtig laufen oder was? Geil. Jetzt sind Gegner drin, das sind die Cerberusse. Kommt man rein in das Teil. Dort kommt man hier hoch auf das Teil, wenn man gegen den Cerberus kämpft. Oder Cerberus und Phantom. Phantom einfach mal angreifen. Wolfsgeheul. Musste, Phobia soll sich doch mal heilen. Jetzt bin ich am Arsch. Super, jetzt bin ich wirklich am Arsch. Oh, aufgeben, nein. Und das jetzt bitte funktionieren? Scheinerphobia noch. Gut, greif mich an. Phobia, heil dich. Phobia, du sollst dich heilen. Los. Phobia. Schnell. Gut. So, jetzt ist der Kampf wieder auf unserer Seite. Gott, wie viel heilt Phobia denn? Ist ja scheißegal, ob wir den Lebenszauber anwenden hier bei ihr. Burn. Burn, Cerberus, burn. Kill it with fire. Machen wir einen richtigen Hotdog hier draus. Ohoho, was ein Witz. Stirb einfach, danke. Thank you and good night. Hier kann man bestimmt auch noch runterfallen. Das will ich nicht riskieren. Ganz vorsichtig also. Zum Hadeswächter und zu der Krabbe und zu dem Cerberus. Schon wieder. Jetzt mit Krabbe massakrieren. Die hält nicht mal einen Schlag aus. Das ist ziemlich erbärmlich. Ach ja. Gott, das ist anfällig dagegen. Scheint so. Gibt's ja wenigstens einen Gegner, den Phobia normal angreifen kann. Ich meine, ja, normaler Angriff ist ja sonst ziemlich nutzlos schon. Das haben wir schon gemerkt. Weil der Angriffswert wohl seit der letzten Begegnung mit ihr überhaupt nicht gestiegen ist. Gehen wir mal hier auch wieder runter. Ist mal wieder so ein Teufelsreiter oder so Dallahan. Wir werden es ja sehen, was es ist. Das ist Teufelsreiter, kein so Dallahan. Warum machst du das, Phobia? Das war sinnlos. Ach, Phobia ist tot. Sinnloser geht's schon nicht mehr. Jetzt muss ich den ernsthaft erstmal wiederbeleben. So, Phobia, mach jetzt noch was Sinnvolles, aber die wird keine Runde machen jetzt, wo sie gerade wiederbelebt würde. Also, können wir wieder mal... Komm, ist gut. Reicht. Jetzt macht das Viech weg.
Muss das jetzt sein? Muss das jetzt wirklich irgendwie das stärkste Attacke machen, was es kann? Alter, ist gut, wir wollen auch nochmal drankommen. Was? Den Hund weghauen. Das Dütschlippen weghauen. Dann haben wir den Zauber. Ach nee, natürlich können wir den Kampf nicht mal irgendwann beenden. Der Kampf ist so toll. Danke. Mehr Cerberus-Gegner. Ich hoffe mal, wir sind überhaupt richtig hier. Die Kämpfe dauern so lange, es ist kacke. Brenn den Cerberus ab. Brenn den Cerberus ab. Oh, na dann muss sich der André gleich verdoppeln hier. Och, Phobia, tot! Ach nee. Wiederbeleben. Die alte. Wenn die sich bestimmt noch mehr vermehren. Nein, doch nicht. Boah, die immer mit ihren Furzattacken hier, ey. Deshalb wie Naruto. Der furzt auch immer nur im Gegner ins Gesicht und dann ist eine Attacke. Rein. Wer weiß, wo der hinführt. Bestimmt vielleicht wieder zum Eingang, das wär's. Ach ja. Das wäre bestimmt kacke. Das wäre kacke. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es ist. Phobia ist schon wieder tot. Die macht auch nichts anderes als sterben mehr, kommt es mir so vor. Soll ich mal ihre Magie heilen, dann macht sie vielleicht wieder sinnvollere Aktionen. Als nur mit dem Bogen anzugreifen. Super. Bin so müde. Ich bin so müde, Alter. Das gibt's doch nicht. Diese Kämpfe machen mich noch müder. Danke. Hat ja lang genug gedauert, der Kampf so heilen. Phobia. Und ja, hatte ich mir gesagt, ihr Kraftzauber ist schon. Kannst du dich auch noch immer selbst von der Blindheit heilen? Ja, deine Magie. Och, mehr Teufelsreiter. Heilt das Viech auch noch wieder, ey. Das ist doch... Ach, Phobia schon wieder... nee, Phobia ist schon wieder tot. 500! Das ist... Alter, der Schaden scheint sich nur auf N aufzuteilen. Also nee, auf Beta aufzuteilen, wenn Beta am Leben sind. Ich mache jetzt noch 500. Das ist ja so viel wie die Boss-Reworks hier. Ach, das ist ja mies. Volksmusikangriff, Alter. Mein Held braucht auch mal eine Pause.
Alter, wie oft können die heilen? Nicht normal. Das ist wie dieser Erdnussangriff. Es kann nicht wahr sein. Sonst haben die nicht so viele Heals gemacht. Phobia, Manuel. Gehen jetzt beide mal auf den Gegner. Nee, das geht nicht. Nee. Wieso haben die so viele Heals? Die haben sonst vielleicht einmal pro gehealt. Och. Nö. Der Kampf zieht sich so lange hin, das ist scheiße. Ach. Der Kampf zieht sich endlos, ey. Ich muss auf die Reiter gehen. Vorspulen, Alter. Ja, irgendwann reicht's mir hoch. Alter. Oh, Gott sei Dank, ey. Der Kampf war so scheiße. Da drüben ist Vulturus. Abklatsch. Viech. Das ist wenigstens eine gute Neuigkeit. Na, der Kampf ist auch kacke. Wenigstens können die Teile hier nicht heilen. Ich muss ja erstmal schneiden. Ich bin ja nicht mehr... Die anderen Kämpfer haben mich auch nicht so ermüden lassen wie die hier. Das ist einfach nur schlimm. Ja, brenn das Viech nur ab. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal bei Mystic Quest. Wenn es mir hoffentlich wieder besser geht.